Im Renntempo durch das Meer. Schon beim Training gehen die Teams des Volvo Ocean Race ans Limit. Beim Kampf um Sekunden zwischen den Wellenbergen ist auch die britische Skipperin Dee Caffery mit dabei. Es ist ein unheimliches Privileg, da draußen auf dem Ozean sein zu dürfen, die Natur pur erleben zu können und zu versuchen, die Natur und ihre Gewalten für die eigene Sache zu nutzen. Nichts lenkt einen ab und man konzentriert sich nur darauf, das Boot zu segeln. Die Frau, die als erste Seglerin die Erde nonstop und alleine in beiden Richtungen umrundet hat, ist nicht die einzige weibliche Teilnehmerin. 18 Frauen gehen diesmal an den Start. Die Organisatoren haben eine neue Regel installiert. Je mehr Frauen an Bord sind, desto größer darf das Team sein. So soll Frauen der Zugang in die Königsklasse des Segelsports erleichtert werden. Die Frauen hatten bis jetzt keine Chance, an der Spitze mitzusegeln, weil sie nicht mit den besten Teams segeln konnten. Ich wollte den Frauen helfen, ganz nach oben zu kommen. Davon profitiert auch der Sport. Alle 7 Teams, die beim Volvo Ocean Race an den Start gehen, haben sich entschieden, Frauen mit ins Rennen zu nehmen. So kämpfen in diesem Jahr Frauen und Männer in gemischten Teams um den Sieg beim härtesten Segelrennen der Welt. Einige dieser Männer haben vorher noch nie mit Frauen zusammen gesegelt. Und jetzt merken die, das ist gar nicht so schlecht. Ein gemischtes Team, das holt das Beste aus den Frauen heraus. Die können hier ihre Leistung steigern. Und es senkt ein bisschen das Testosteron der Männer. Die besten Voraussetzungen zum Segeln. Die Frauen sind irgendwie subtiler, eben weil sie weniger Muskelkraft haben. Die Feinfühligkeit, die Frauen entwickeln, kann ein ganz großer Vorteil sein. Die meisten Frauen, die jetzt in den gemischten Teams starten, segelten schon beim letzten Volvo Ocean Race mit. Das reine Frauenteam hatte aber keine Chancen auf Erfolg. Lange Zeit nahmen gar keine Frauen teil. Beim Segelsport, besonders beim Volvo Ocean Race, kommt es letztendlich auf die Erfahrung an. Je länger du auf dem Wasser bist und segelst, desto besser wirst du. The better you will become as a sailor. 25. Die Stars der männlichen Segelszene hatten anfangs große Vorbehalte, Frauen an Bord zu nehmen. Gespannt warteten alle auf das sogenannte Importrennen, ein kurzes Auftaktrennen vor der Küste Alicantes, bevor die Teams am kommenden Sonntag in See stechen. Am Schluss gratulierten begeisterte Männer ihren weiblichen Teamkollegen. Sie haben das ganz toll gemacht. Sie haben schon viel Erfahrung und lernen auch noch ganz schnell. Wir sind glücklich, dass wir sie im Team haben. Wir haben Frauen an Bord, die haben echt Ahnung vom Segeln. Die können echt mit Booten umgehen. Super. Bei der Auswahl unserer Seglerinnen hatten wir wirklich Glück. Dieses Jahr ist beim Volvo Ocean Race alles neu. Für die Männer und für die Frauen. Mit jeder Stunde, die sie gemeinsam segeln, wird die Zusammenarbeit an Bord besser. Sobald wir ins Boot steigen und als Team zusammenarbeiten, gibt es keine Unterschiede mehr. Dann sind wir eine Gruppe von Seglern, die nur eines will, dass das Boot schnell fährt. Wir haben alle dasselbe Ziel. Wir wollen die Trophäe in den Händen halten, Erfolg haben. Ich hoffe, dass das ein Wendepunkt ist. Dieses Rennen kann zeigen, dass auch gemischte Teams funktionieren können. Und dann werden Segler in Zukunft wegen ihrer Fähigkeiten ausgewählt und nicht wegen ihres Geschlechts. Rund 45.000 aufregende Seemeilen warten jetzt auf die Teams. Wer auch immer am Schluss gewinnt, eines ist klar. Auf jeden Fall werden Frauen zu den Siegerinnen beim Volvo Ocean Race gehören.